Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch ein neues Mediabook in meiner Sammlung vorstellen, und zwar Pathologie oder Pathology. Ja, Freunde, das habe ich jetzt echt schon länger in der Sammlung, also jetzt bestimmt schon 3-4 Wochen, und habe es euch bis jetzt echt noch nicht vorgestellt. Und ich würde einfach mal sagen, das machen wir jetzt mal. Ganz kurze Frage noch an euch. Ich habe mir nämlich noch Folgendes gekauft. Und zwar dieses schöne Teil hier. Ja. Super, dass ich das noch bekommen habe. Halloween von Nameless Media im Mediabook. Ja, richtig, richtig nice das Ganze. Wollt ihr, dass ich euch das nochmal vorstelle? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es nochmal vorstellen soll. Denn ich bekomme wahrscheinlich auch noch das vom zweiten, also von Rob Zombies Halloween 2. Und dann würde ich beide Mediabooks vorstellen, wenn ihr wollt. Ich bin aber auch noch am Überlegen, ob ich die OVP lasse. Ich wollte es euch nur schon mal zeigen, dass ich mir das eben auch gekauft habe. Aber wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, ihr wollt das unbedingt sehen, dann werde ich es wahrscheinlich auspacken. Aber ich weiß es auch noch nicht 100%. Ich bin noch am Überlegen, denn ich habe ja das Mediabook von Inkjet Pictures. Vielleicht bleibt das hier auch original verpackt. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt, und ich überlege mir dann mal, ob ich es auspacke oder nicht. Bin mal gespannt auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus schon mal. Ja, mal schauen, was ich machen werde. Auf jeden Fall bin ich ultra froh, dass ich das echt in der Sammlung habe und noch bekommen habe. Aber jetzt soll es ja hier nicht um Halloween gehen, sondern um Pathology und ja, ein Horrorfilm aus den Jahre, keine Ahnung, ich weiß nicht, von wann der ist. Auf jeden Fall hat er mich irgendwie angesprochen. Und deshalb werde ich ihn jetzt hier öffnen. Und ich bin schon mal gespannt, wie der so sein wird, Freunde. Also ich habe ihn noch nie gesehen. Und ja. So. Vorsichtig sein. Oh Mann. So, jetzt aber. War wieder mal schwierig, aber jetzt hab ich's auf. Und jo, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal etwas genauer an. So, dann würde ich sagen, wir legen los. Ja, das Mediabook ist so angeraut an der Oberfläche. Also das Ganze ist so ein bisschen wie von Cape Light zum Beispiel Ghostland oder The Boy. Der erste Teil und zweiten Teil weiß ich es gar nicht, den habe ich nicht. Auf jeden Fall ist das so leicht, so eine Lederstruktur, so eine Lederoptik. Wie zum Beispiel auch bei dem wattierten Mediabook von Halloween, Die Nacht des Grauens von Inkjet Pictures. So ein bisschen kann man sich das vorstellen, ist halt so, ja, so angeraut. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich finde das Cover echt nice, muss ich ehrlich sagen. Das sieht echt cool aus. Jo. Und die Titelschrift Pathology, so rum. Jo, sieht doch echt nice aus. Gefällt mir. Gehen wir über zum Spine. Das schaut dann eben hier so aus. Ja, sieht auch echt cool aus. Ja. Schalte ich den Spine mal näher in die Kamera. Ja, cool. Gehen wir über zum Back-Design. Und hier haben wir dann eine Inhaltsangabe zum Film. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Mich interessiert der Film auf jeden Fall. Ich bin echt mal gespannt, wie der so sein wird. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Szenenfotos. Jo. Ist schon ganz cool. Hier haben wir dann auch noch meine Limitierungsnummer. Ja, auch nicht schlecht. Ich habe hier die Nummer 127 von 222 Stück. Ja, cool. Und ich weiß gar nicht, welches Cover das jetzt hier ist. Also ich weiß auch nicht, wie viel es jetzt hier gibt, wie viel Cover. Aber egal, wir kommen mal zu den inneren Werten des Mediabooks. Und ja, so schaut es dann jetzt eben von innen aus. Wir haben ja auf der linken Seite jetzt hier die erste Disc.
Und die nehme ich jetzt hier mal raus, wenn ich sie rausbekomme. So, jetzt. Oh Mann. Ja, und die geht schon mal schwer raus. Sieht aber cool aus. Also gefällt mir gut vom Design. Hat was. So, lege ich zur Seite. Wir widmen uns dem Innendruck. Der schaut hier so aus. Ja, auch wirklich cool. Gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Hat's ist ein schöner Innendruck. Ist auch schön kräftig. Booklet haben wir hier. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Passology. Ja, klingt wirklich nach einem interessanten Horrorfilm, muss ich echt sagen. Oder halt auch Thriller. Ich bin gespannt. Das Ganze hier, das Booklet, ist qualitativ hochwertig. Muss ich echt zugeben. Lässt sich auch sehr leicht umblättern. Ich weiß jetzt gar nicht. Müsste geklebt sein. Aber ist echt gut gemacht. Wir haben ja auch einiges an Text und einiges an Bildern, was mir auch gut gefällt. Also ist schön gemischt das Ganze und auf jeden Fall auch viel Text. Ist auch, denke ich mal, sehr lesenswert. Ja. Seiten sind auch sehr hochwertig. Das Ganze ist sehr dickes Papier und lassen sich sehr leicht umblättern. So, das war's aber schon. Und, oder was heißt schon? Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das jetzt waren. Egal. Hier die zweite Disc schaut jetzt hier so aus. Geht auch ein bisschen leichter raus. Und schaut jetzt hier so aus. Ja, auf jeden Fall cool. Ist auch cool gestaltet. Gefällt mir auch ganz gut. Und jo, lege ich auch mal zur Seite. So, dann haben wir hier den Innendruck und der schaut jetzt hier so aus. Jo, ist auf jeden Fall klar gehalten, kann man nicht meckern. Und Buchanteil ist auf jeden Fall auch gut. Also da kann man nicht meckern. Wie gesagt, schön kräftiger Innendruck und das Booklet ist auch auf jeden Fall qualitativ hochwertig. Jo, und dann war es das auch schon wieder, Freunde, mit dem heutigen Unboxing zu Passology. Ja, ich bin mal gespannt. Hört sich auf jeden Fall vom Inhalt her schon mal gut an. Ans Mediabook kann ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung rausgeben. Müsste die eigentlich auch noch bekommen. Ist, glaube ich, jetzt nicht ausverkauft. Es gibt da auch, ich glaube, drei, vier verschiedene Cover-Artworks. Müsst ihr einfach mal schauen. Und ich gebe auf jeden Fall eine Kaufempfehlung raus ans Mediabook. Zum Film kann ich noch nichts sagen. Wenn ihr da weiterhelfen könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich schaue mir den Film mal an und dann wird es wahrscheinlich auch eine Review auf meinem Kanal dazu geben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Macht's gut. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Und haut mir in die Kommentare, wie ihr den Film und das Mediabook findet. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Movie Pyro 911 und ciao!